Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt's mal einen Doppelansitz, einmal auf Karpfen und einmal auf Aal. Ja, in der Hoffnung. Oder Brassen, habe ich gehört. Nee, Brassen definitiv nicht. Okay. Also bei Köderfisch sollte keine Brasse passieren. Na, die Brandenburger Monsterbrasse. Ja, gibt es ja alles. Will ich aber auch nicht haben. Keiner von uns. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir uns mal getroffen und werden mal gucken, ob wir hier irgendwas reißen können. Lassen wir uns überraschen und dann nehmen wir uns einfach mal mit. Ne? Ja. Oder auch nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr weiter scrollen. Genau, dann bitte weiter zum nächsten Video. Werbung überspringen und dann geht's weiter. Ansonsten bei uns gibt es vielleicht einen Karpfen und vielleicht bei ihm Aal. Mal gucken. Ne? Aber ansonsten haben wir auf jeden Fall bestimmt eine Menge Spaß. Ja, und Wetter ist genauso beschissen, bescheiden. Ein anderes Wort darf man ja nicht sagen. Bescheiden. Wie die letzten, ich sag mal, 8, 10, 12 Wochen. Gut, das war's erstmal und dann sehen wir uns nachher hoffentlich wieder. Bis später. Gut, tschüss. Tschü. Heute werde ich mir aber ein bisschen mehr Zeit lassen, nicht so wie letzte Mal, weil das sollte bloß einmal passieren. So, meine Lieben, schaut mal, er ist schon wieder dran, kaum da, läuft der Köderfisch. Ich habe ihn was einfach Pause zu machen. Auch komische Bisse aktuell. Dann geht gerade erst los. Ja. Dafür das. Aber das ist schon mal. Ja. Das Wasser ist immer ziemlich kalt. Was hast du jetzt drauf beim Liter? Ja, ja, okay. Und die paar, die ich gekriegt habe. Barsch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Barsch, ne? Also wahrscheinlich. Und das geht nicht. Ja, okay, das ist aber genau das, was man eigentlich nicht brauchen kann. Was die Brasse für mich ist, der Barsch nicht. Ja.
Handfachkeit. Ja, doch. Ja, falsch. Passiert. Darf ich mit dem Aal nicht nochmal passen? Nee. Da habe ich ja was gehört. Ja. Ich bin auf jeden Fall dran und ich wieder so raus. Na dann, auf die nächste. Jo. Zumindest schon mal Bewegung. Frühstück. Auf ein neues. Jetzt hängt der Ast da in der Sehne. Ja, guten Morgen. Was soll ich euch sagen? Es hat doch noch geklappt. Diesmal auf Tauro. Musste alle ziemlich schnell hier, aber ich zeige ihn euch. Warte. Ist ein schöner für Tauro, muss ich sagen. Ja, also, der sieht richtig gut aus. Also hat sich die ganze Strapaze doch noch gelohnt. Und mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Ich weiß auch nicht mal, wie spät es ist. Also ich schätze mal, das wird so 2:30, 3 sein. Also ich bin zufrieden. So, ich zeige euch das nochmal, wie ich das mit den Würmern am liebsten mache. Da ja aktuell der Weißfisch nicht so aktiv ist. Also ich habe jetzt hier einen 1er Wurmhaken. Zeig ihn euch mal so. Da ist er. Heller Untergrund wäre besser, da ist er. 40er normales Monofilet Vorfach. Auch wenn ich es euch schon oft hier noch gezeigt habe, aber wir haben auch ab und zu mal ein paar neue bei, die gucken. So, da habe ich hier dann den schönen Tauwurm. Ich stückel am liebsten immer die ersten 3 Stück, damit es ein bisschen mehr Aroma freigeben. Wird mal sehen, wie viel ich hier aufkriege. Die sind diesmal ganz gut, die Tauwürmer. Schön groß. So, ich mache auch mit Absicht immer so ein großes Bündel. Falls doch mal ein Weißfisch vorbeikommt, dass er dann hinten das Bus runterzieht und mir nicht den kompletten Wurm runterholt. So, das waren jetzt 3. Und den letzten mache ich dann meistens komplett drauf. Ich teile jetzt den 4. auch nochmal. So. Und der letzte nehme ich öfters mal ein bisschen etwas kleineren. Kleine sind ja immer bei. Kommt dann wirklich so drauf, dass dann in die Hakenspitze unter den Kopf verschwindet. Ich liebe Wurmangeln, in Anführungsstrichen. Und dann habt ihr so ein schönes Bündel. Das bewegt sich schön. Und so geht es dann auf, ich sag mal, 7 Meter Tiefe. Und ja, schauen wir mal. Hat ja heute Nacht Erfolg gebracht. Gucken wir mal, ob es die letzte Nacht auch noch was bringt. So, da hat ja heute Nacht ein bisschen kurz war und ich auch nicht wirklich aus der Ohren gucken konnte, zeigen euch nochmal.
hat lange gedauert, aber es hat doch noch geklappt. Die Tiefseeaale sind immer ganz schön schleimig. Da ist er nochmal. Also ich schätze mal so knapp über 80 wird er haben. Abpackmatte ist ein Meter. Hat sich also gelohnt. Und wie gesagt, auf Tauwurm, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, weil der Weißfisch hat sich also die Nacht überhaupt nicht bemerkbar gemacht bei Wurm. Also wer. Ja, guten Morgen, hast du dich verirrt? Bist du heute das erste Mal aus dem Nest geflogen oder wie oder was? Nachdem Totti vorgelegt hat mit dem Aal, konnte ich es mir auch nicht nehmen lassen. Aber noch einen kleinen Spiegler rausgezippelt. Ja, jetzt mal gucken, was heute Nacht noch kommt. Und ob wir vielleicht noch einen Aal bei Totti, einen Karpfen bei mir oder vielleicht noch was anderes bekommen. Aber es hat sich gelohnt.
ist mein Barsch. Leute, das ist ein schöner Barsch, würde ich sagen, ne? Hat ein bisschen auf den Uke. Der sieht schön gut aus. Ja, was soll ich euch sagen? Ist zwar nicht Zielfisch, ist aber trotzdem schöner Barsch. Jetzt zeige ich ihn euch mal kurz. Da ist er. Schöne Größe. Hat auch wieder mal mir einen Uke geklaut, aber gut, was soll's. Auf ein neues. So, guten Morgen. Moin. Letzter Fisch für den Ansitz. Stefan hat einen schönen Karpfen ausgeholt, den zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Ja, ansonsten war durchwachsen. Ja, von viel Spaß bis gar kein Spaß. Ja, richtig. So. Und zum Schluss kam jetzt nochmal der schöne kleine Spiegler. Sieht gut aus. Und damit verabschieden wir uns dann. Genau. Und bis zum nächsten Mal, wa? Bye, bye.